Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Schnelldurchlauf. Hier präsentieren wir euch regelmäßig zeitgenössische Malerei auf Leinwand. Heute geht es um die Künstlerin Frau Margit Bielke. Wir haben kürzlich ihre zweite Serie bei uns im Portfolio aufgenommen, worüber wir uns sehr, sehr freuen. Frau Margit Bielke wurde 1948 in Recklinghausen im Ruhrgebiet geboren. Sie hat eine pädagogische Ausbildung absolviert und war zuletzt in ihrer beruflichen Karriere als Schulleiterin einer Grundschule tätig. Sie hat nebenher zahlreiche Aus- und Weiterbildungen im Bereich Acryl- und Ölmalerei absolviert und ist seit 2005 zusammen mit den Künstlern Ulla Höpken und Ralf Herrmann im Arthur Atelier vertreten. In dieser Serie geht es, wie hier unschwer zu erkennen ist, um den Traum des Fliegens. Und hier nimmt euch die Künstlerin mit auf eine Zeitreise von den ersten Flugversuchen hin bis hin zur Zeppelin-Geschichte und zuletzt bis zu dem schweifenden Blick durch die Wolken, durch das Himmelszelt. Und wie man hier auch erkennen kann, bettet sie diese Thematiken hervorragend ein in eine abstrakte, expressive Farbwelt. Und wie immer, bevor ich hier zu viel rede, zu viel vorwegnehme, wünsche ich euch total viel Spaß bei diesem Schnelldurchlauf. Ja, ich hoffe wie immer sehr, dass euch der heutige Schnelldurchlauf gefallen hat. Wenn ihr mehr über die Vita von Frau Bielke erfahren wollt oder ein Kunstwerk kaufen möchtet, dann schaut doch gerne vorbei auf www.littlevangogh.de und natürlich freuen wir uns auch sehr, wenn ihr uns einen Like da lasst oder sogar ein Abonnement. Ich sag schon mal, bis zum nächsten Mal.